Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns auf diesem Kanal. Und wir haben heute hier ein Unboxing. Wir stellen den Citroën DS19 vor. Der wurde 1959 gebaut. Und hier einmal von allen Seiten. Und der ist in Schwarz. Leder ist auch in Schwarz. Und ich finde das Auto eigentlich ganz schön. Und wie findest du das? Auch cool. Und jetzt packen wir es aus. Ja. Wir haben hier einen Schraubenzieher schon hingelegt. Sogar zwei. Also falls die Größe nicht stimmen sollte von dem Schraubenzieher, haben wir nochmal den kleinen hingelegt. Und naja, ich glaube eher, ich weiß nicht, wie man das aufmacht. Kann ich mal? Nein. Ist falsch. Ich kann es nämlich hier rausschieben. Warte, es ging doch gerade eben noch. Ah, warte, erstmal hier die Verpackung rausschieben. Ja, lass mal. Ich ziehe an der Verpackung und du an der Schatten. Achso, jetzt geht's. Oh. Und hier unten muss man das erstmal aufschrauben. Das ist ein Kratzer. Und das schrauben wir jetzt mal auf. Ich glaube, man braucht einen kleinen Schraubenzieher. Lass doch mal. Hallo, was machst du? Ich schraube das auf. Sind beide die falschen. Guck. Passt nicht rein. Das will nicht gehen. Kann ich mal? Soll ich das mal ausprobieren? Das sind beide die falschen. Glaub mir. Vielleicht hast du es auch nur falsch gemacht. Ah nein, der eine ist doch nicht der falsche. Was ist? Warte. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das Auto nicht unten ranknallt. Alex. Ich glaube, jetzt kann man das auch ein bisschen besser öffnen. Naja, ja, doch. Wow. Lol. Okay. Das Auto bekommen wir jetzt erstmal. Lass mal. Also die Box haben wir jetzt schon mal abgemacht, aber wir müssen noch das Auto von den beiden Sachen darunter bekommen. So. Nein, lass das. Ich halte es so fest. Nein, es ist nicht gut, weil sonst... Ich halte das Auto fest mit der Schachtel. Du musst nur schrauben. Okay, die eine Schraube ist jetzt schon mal ab. Ah, noch ein bisschen. Erste Schraube ist ab. So sieht das Teil aus. Er ist jetzt nicht das Weltwunder. Aber dann ist dort noch die Schraube fallen. Die zweite Schraube ist jetzt auch schon ab und ja, das Auto ist jetzt lose. Ich mach das mal ganz kurz hier ab. Bin schon heftig gesichert. Nee. So sieht das Auto aus. Hier ist das Leder drin. Soll ich mal haben? Was man auch machen kann, ist bei diesen, wie heißt mal die Firma? Burago, okay. Sehr interessanter Name. Man kann die Türen öffnen. Das ist auch ein richtig cooles Feature. Und vielleicht kann man da sogar Preiserfiguren oder irgendwelche anderen Figuren da reinmachen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn wäre da auch ein bisschen mehr zum Beispiel Spannung mit dabei. Diese Figuren da? Kofferraum kann man jetzt nicht öffnen. Und hier unten steht nochmal Citroën DS19 1 zu 32. Das ist nämlich hier der Maßstab. Und einmal der Firmenname Burago. Also so sieht das also von unten aus. Und ja, ich würde sagen, das war's für dieses Unboxing.
nochmal ein letztes Statement von dir, von diesem Auto. Was ist so? Ich habe nichts zu sagen. Okay, sie kennt sich nicht so gut aus mit Autos, aber braucht man ja auch nicht. Und ich finde die Felgen ganz schön und diese Form, das ist richtig schön gemacht. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao!